Und als letzte Rednerin in dieser Debatte Daniela Musiol von den Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Abgeordnete Rosenkranz, es ist meine Freude, nach Ihnen zu sprechen, weil dann weiß ich, es gibt genug Stoff, auf den ich antworten kann. Nicht, dass ich nicht sonst um Antworten verlegen wäre, aber wir haben da durchaus viele Differenzen, die man dann hier auch gut argumentieren kann. Ja, auch wir stimmen gegen diesen Antrag. Die wesentlichen Argumente sind eigentlich von Kollegin Holzinger schon vorgebracht worden, also nämlich in einer sehr, sehr sachlichen und sehr ausdifferenzierten Art und Weise. Es ist eine städtische Perspektive, die in diesem Antrag steckt. Es ist einfach in vielen Gegenden so, dass man eben nicht einmal die Wahl hat, in welche Kinderbildungseinrichtung man geht, sondern da gibt es eine und die hat geringe Öffnungszeiten und die hat nicht die Rahmenbedingungen, die man sich wünscht und die man braucht. Und trotzdem muss man, wenn man überhaupt will, dorthin gehen. Und es unterstellt sozusagen, dass der Wettbewerb die Qualität regelt. Ich weiß schon, Sie sind natürlich auch dafür, dass man das Qualitätsrahmengesetz und das Bundesrahmengesetz hier beschließt. Da sind wir einer Meinung. Aber sozusagen diese Annahme, der Wettbewerb würde hier für Qualität sorgen, da bin ich voll bei Ihnen, Kollegin Holzinger, der kann ich mich auch nicht anschließen. Abgesehen davon ist es derzeit Aufgabe der Länder und hier haben einige Länder ohne dies, wie zum Beispiel Wien, schon diese Umstellung gemacht, andere noch nicht, aber wir sind ja für die Vereinheitlichung, für die Verlagerung in die Bundeskompetenz. Und Frau Abgeordnete Rosenkranz, ich sehe das ganz anders bezüglich der Bundeskompetenz als Sie. Ich sehe eigentlich nicht ein, warum es von der Postleitzahl abhängt, welche Rahmenbedingungen ich schon von früh an in Kinderbildungseinrichtungen vorfinde. Und vor diesem Hintergrund ist es dringend notwendig, dass wir hier ein Bundesrahmengesetz, eine Bundeskompetenz erreichen, in der eben ganz klar geregelt ist, Gruppengrößen, Bildungsbetreuungsschlüssel, Bildungspläne, Öffnungszeiten und vieles mehr. Also da werden wir auch nicht locker lassen und da gibt es ja auch einige andere, die hier nicht locker lassen. Und ein allerletztes zur Wahlfreiheit, weil wir diese Diskussion jedes Mal haben. Sie definieren die Wahlfreiheit immer, es sei die Freiheit zwischen der Wahl sozusagen in eine außerhäusliche Betreuung oder in eine familiäre zwischen außerhäuslicher und familiärer Betreuung. Ja, diese Wahl ist schon irgendwann einmal zu treffen, wobei wir eben nicht von Betreuung sprechen, sondern von Bildung. Und hier ist es eben auch wichtig, dass man Impulse bekommt außerhalb der Familie. Das bedeutet nicht, dass wir den Familien unterstellen, dass sie diese Impulse nicht geben können, aber mit anderen Kindern in einer Gruppe zu sein, Bildung dort zu erleben, und zwar altersadäquate Bildung, auch schon im Kindergarten, auch schon in der Kinderkrippe, ist uns wichtig. Aber um überhaupt diese Wahl treffen zu können, brauche ich überhaupt die Angebote, damit ich diese Wahl treffen kann. Und da setzen wir unseren Punkt an und sagen, die Angebote müssen geschaffen werden, und zwar die qualitativ bildungsentsprechenden Angebote für alle Kinder, wurscht in welchem Tal, wurscht in welchem Bundesland, wurscht in welcher Stadt. Und dann können wir erst wirklich davon sprechen, ob die Familien hier eine Wahl haben oder nicht.